In den ersten Beispielen zur Festigkeitslehre sehen wir uns nun die Berechnung von sogenannten Flächenträgheitsmomenten an. In Aufgabe 43 sind die Flächenträgheitsmomente dieses gezeichneten Körpers, genauer gesagt des Querschnitts dieses Trägers laut Abbildung, sowohl um die X- als auch um die Y-Achse gesucht. Außerdem ist das sogenannte Deviationsmoment gefragt. Die Abmessungen sind entsprechend gegeben und wir werden uns ansehen, wie man diese Flächenträgheitsmomente bestimmen kann. Bei diesem ersten Beispiel machen wir uns sofort zunutze, dass wir den Satz von Steiner kennen. Einerseits kann man ein bisschen Symmetrieüberlegungen betreiben bei dem Beispiel, sodass man möglichst wenig rechnen muss. Und andererseits muss man eben, wenn man um dieses globale XY-System das gesamte Flächenträgheitsmoment rechnen möchte, von diesen Teilflächen da links und rechts die Steineranteile dazu addieren. Ich zeichne es noch einmal her, nämlich nur den Querschnitt, Y-Achse, die X-Achse und diesen Querschnitt. Ich teile das da gleich auf in Einzelquerschnitte. Das heißt, ein bisschen schraffieren, ich nehme den oberen Teil da und den hier, die sind ja offensichtlich gleich. Da braucht man nur einmal das Trägheitsmoment ausrechnen für die Einzelteile und dann muss man halt schauen, was passiert beim Satz von Steiner vorzeichenmäßig. Darauf muss man schon ein bisschen achten, aber die Trägheitsmomente selbst für diese Teilflächen sind gleich. Und die dritte ist die da. Wenn das die Fläche A ist hier, das ist die Fläche B und das ist C, dann haben wir hier einen Flächenschwerpunkt für A, für diese Teilfläche SA. Einen Flächenschwerpunkt für C und der Flächenschwerpunkt für B, der liegt da genau im Ursprung vom Koordinatensystem. Dann, was brauchen wir? Wir brauchen da, das ist die Gesamthöhe, hier ist die dicke D von dem mittleren Teil, das ist auch D oben. Die zeichnen dann jetzt zuerst einmal da das Koordinatensystem oben rein. Das nenne ich X' und Y'. Das untere braucht man nicht wegen Symmetrie eigentlich, höchstens dann für den Steiner, schauen wir dann. Und jetzt braucht man, um für diesen oberen Teil dann, wir wollen ja den Teil ausrechnen einmal um seinen eigenen Schwerpunkt, weil die Formel kennen wir mit dem B der dritten A Zwölftel und dann den Steineranteil dazu und der Steineranteil braucht den Abstand von X' nach X und den Abstand von Y' nach Y. Also die muss man noch irgendwie bestimmen. Dieser Abstand da zwischen den X- und X'-Achsen, den schreibe ich da herum her, der ist d halbe plus h minus d halbe. Das d halbe ist das da unten, der Teil. Und h minus d ist das Ganze, die Hälfte davon ist die Höhe vom Schwerpunkt. Und der Abstand zwischen Y und Y', der ist b minus d halbe. Also b halbe fürs Ganze minus d halbe ist das, was außen links von der Y-Achse noch übrig bleibt. Das sind einmal die beiden. Und ja, der Abstand machen wir vielleicht auch gleich. Wenn wir hier noch das x2' einzeichnen, dann ist der Abstand natürlich der gleiche wie oben bei x' d halbe plus h minus d halbe. Allerdings vom Vorzeichen her dann anders. Das ist beim Deviationsmoment wichtig. Beim normalen Trägheitsmoment ist es egal, weil da wird es eh quadriert. Da brauchen Sie aufs Vorzeichen nicht aufpassen. Beim Deviationsmoment schon. Und jetzt schreiben wir mal für die Rechtecke A und C, da aufgrund dessen, dass die symmetrisch zueinander liegen und von der Fläche her ja komplett gleich sind, also Steineranteil gleich ist und Flächenträgheitsmoment selbst um den eigenen Schwerpunkt, schreiben wir das gleich für beide an, nämlich das Flächenträgheitsmoment von A um die globale schwarze X-Achse muss sich zusammensetzen aus dem Flächenträgheitsmoment von A um diese X-Achse und der Steineranteil. Und wie groß ist der Steineranteil? Naja, die Fläche von dieser Fläche A, oder? Mal irgendein Abstand zum Quadrat, nämlich der Abstand dy.
der Abstand zwischen x' und x-Achse. Das ist dy, das Ganze. Und das quadriert. Das heißt, wenn wir hier einsetzen, d mal h minus d hoch 3 Zwölftel, genau, h minus d ist der Abstand da, das ist, haben wir gesagt, die Normalrichtung zu x', deswegen wird es hoch 3 genommen und d ist die Breite, ja, genau, und das ganze Zwölftel. Plus Steineranteil, die Fläche ist dann folglich d mal h minus d, Höhe und Breite, und der Steineranteil selbst, also der Abstand für den Steineranteil ist das, was wir oben schon hingeschrieben haben, das d halbe plus h minus d halbe als Ganzes quadriert. Und das entspricht gleichzeitig dem ixx von c. Rechts unten aufgrund von Symmetrie. Setzen wir ein. Ich schreibe Ihnen da jetzt einmal die Zahlenwerte her. Da kommt für das Flächenträgheitsmoment um das gestrichene Koordinatensystem kommt 2,25 mal 10 hoch 8. Ja, was eigentlich? Ja, in dem Fall, ja, Millimeter habe ich da eingesetzt, also Millimeter hoch 4, genau, also Länge hoch 4. Plus, und der Steineranteil liefert 1,2 mal 10 hoch 9 Millimeter. Hoch 4. Sie sehen, der ist größer wie das Trägheitsmoment selbst. Ja, ist ein relativ großer Abstand. Kann sein. Also ist unser Ixx von A gleich Ixx von C um das globale schwarze Koordinatensystem zusammengezählt 1,425 mal 10 hoch 9 mm zur vierten. So ist die Vorgehensweise. Das Gleiche machen wir jetzt für die Y-Richtung. Ja, ist wiederum gleich. Wir brauchen um y' einmal das Trägheitsmoment von der Fläche selbst und dann den Steineranteil. Die Fläche bleibt ja gleich. Und jetzt haben wir den Abstand dx in die andere Richtung quadriert. Den haben wir auch schon hergeschrieben, das ist dieses b minus d halbe. Y' von a, wie schaut das jetzt aus? Zwölftel auf jeden Fall, was steht da oben? Ja, genau. Genau das Komplementäre von dem, was wir oben hingeschrieben haben natürlich. Wenn es um x d mal h minus d hoch 3 ist, dann muss es unten d hoch 3 mal h minus d sein. Ist ja die andere Richtung. Und die Fläche bleibt gleich, d mal h minus d. Nur der Abstand ändert sich wieder. Der ist b minus d halbe zum Quadrat. Und das ist wiederum auch das IYY von dieser Fläche C da unten. Wieder eingesetzt, jetzt setze ich nicht die Einzelnen mehr ein, sondern sofort das Endergebnis sollte 1,875 mal 10 hoch 9 mm zur vierten liefern. Jetzt haben wir die Trägheitsmomente für diese Teilflächen zumindest einmal. Jetzt geht es noch um die Deviationsanteile. Deviationsmomente. Ich schreibe es einmal her. Wiederum für diese Teilflächen. Das Ixy, machen wir es einmal für die Fläche A, ist natürlich das Ix'Y' von A. Wiederum dieses blaue Koordinatensystem. Plus, und der Steineranteil ist jetzt nicht mehr ein Abstand zum Quadrat, sondern beide Abstände als Produkt. Dx mal dy. Fürs Deviationsmoment. Das hier ist aber 0. Das braucht man gar nicht ausrechnen, weil das ist eine Symmetrieachse. X' und Y' sind Symmetrieachsen für das Rechteck. Damit fällt das um das gestrichene System, das Deviationsmoment, weg. Natürlich aber nicht um das schwarze XY-System. Da kommt der Steineranteil dann ins Spiel. Genau der hier, weil der verschwindet nicht. Was man hier also hat, das schreiben wir es nochmal her. 0 für das eigentliche Deviationsmoment ums gestrichene System plus wieder die Fläche d mal h minus d. Und
Der Abstand dx, machen wir es der Reihe nach, ist b minus d halbe. Also der Punkt SA liegt in y-Richtung positiv im Koordinatensystem und in x-Richtung aber negativ. Das heißt, das dx muss man mit minus dx mitnehmen vom Abstand her. So ist es am einfachsten. Das kriegt ein globales Minus, weil das liegt in minus x-Richtung. Und das y ist positiv. D halbe plus h minus d halbe. Das heißt auch, nachdem das negativ ist, je nachdem wie groß halt b und d sind, aber in dem Fall kommt da auch ein negativer Wert raus. Nämlich minus 1,5 mal 10 hoch 9 Millimeter der vierten. Für die Fläche A. Jetzt kann man nicht mehr automatisch, nein, man kann schon, aber bei den Vorzeichen muss man aufpassen, nicht sofort herschreiben, das ist jetzt auch gleich C, sondern bei C ist das ja genau umgekehrt. Bei C liegt die X, der Schwerpunkt in Richtung X positiv, aber in Richtung Y negativ. Was natürlich insgesamt wieder den gleichen Zahlenwert mit dem gleichen Vorzeichen ergibt, aber von der Formel her ein anderer Weg ist. Also das I XY von C wäre dann das I X-Y- von C plus A dx dy und dann haben wir hier 0 plus wieder die Fläche d mal h minus d und jetzt ist das dx positiv, b minus d halbe und das dy negativ, d halbe plus h minus d halbe. Insgesamt das gleiche, nämlich wieder minus 1,5 mal 10 hoch 9 Millimeter der vierten. Ja, das war jetzt das Deviationsmoment oder die Deviationsmomente für die beiden Teile. Der mittlere Teil, den man jetzt wieder nicht sieht, hat natürlich kein Deviationsmoment, weil der ist symmetrisch um das globale XY-System, wiederum um beide Achsen. Das heißt, das verschwindet. Was man dort nur braucht, ist das Flächenträgheitsmoment von dem mittleren Teil noch, das ist das Rechteck B. Das ist aber einfach aufgrund unserer Formel hingeschrieben, ohne Steineranteil, weil die Achsen eh durch den Schwerpunkt gehen. Um die X-Achse B entlang X linear und D der dritten rein, Zwölftel. Und Y genau umgekehrt. Also B d hoch 3 Zwölftel ist für die x-Richtung. Das sind 5 mal 10 hoch 7 Millimeter der vierten. Und für die y-Achse ist es b der dritten d Zwölftel. Das sind 1,8 wieder mal 10 hoch 9 Millimeter der vierten. Sie sehen, um die Achse der schlankeren Seite ist gleich um 2 Größenordnungen kleiner. Und Deviation ist 0 aus Symmetriegründen. So. Und dann, nachdem wir jetzt diese ganzen Trägheitsmomente ja alle ums gleiche Koordinatensystem berechnet haben, kann man es einfach aufsummieren. Gesamtes FTM schreibe ich für Flächenträgheitsmoment ist also dann IXX, setzt sich zusammen aus IXXA plus IXX von B plus IXX von C. Das ergibt als Zahlenwert 2,9 mal 10 hoch 9. Genauso fürs Y, da schreibe ich sofort 2 mal IYY von A her plus das von B. Das sind 5,6 mal 10 hoch 9. Und das Deviationsmoment vom Gesamtquerschnitt ist 2 mal das von den Seitenteilen, die ja auch dann im Endeffekt gleich waren, wie wir gesehen haben. Das sind minus 3 mal 10 hoch 9 Millimeter der vierten.